Über die Körpersprache unterscheiden wir uns ganz stark in den Geschlechtern. Ein gutes Beispiel, die das uns immer wieder zeigt, ist Conchita Wurst, ist zwar ein Mann, allerdings die körperlichen Bewegungen sind sehr weiblich. Ein Beispiel in die andere Richtung gibt es am Balkan, besonders in Albanien. Eine kleine Minderheit von Frauen hat da ihrer Weiblichkeit abgeschworen. Die Gründe liegen in diesen sehr, sehr patriarchalischen Gesellschaften. Dort gilt die Frau als Besitz der Familie. Sie hat keinerlei Rechte, auch Landbesitz ist verboten, auch so einfache Dinge wie Rauchen ist den Frauen nicht erlaubt. Wenn jetzt eine Frau allerdings ihrer Weiblichkeit abschwört, dann darf sie auch Dinge wie eben Rauchen oder auch Land besitzen. Und es gibt eine kleine, kleine Minderheit von Frauen, die das machen. Und sie haben im Laufe ihres Lebens tatsächlich sehr männliche Körperhaltungen, männliche Züge angenommen. Wenn wir uns dieses Bild anschauen, dann sehen wir schon, die Kleidung allein ist unglaublich männlich mit diesen typischen breiten Schultern. Auch wie diese Frau sich abstützt, das ist wohl eher eine männliche Art. Zum anderen erkennt man auch hier, wie ich im aktuellen Buch ganz deutlich schreibe, die geschlechtsspezifische Körpersprache ist uns nicht angeboren. Sie ist auch nicht körperlich indiziert, das heißt, wir können durchaus auch jene Signale, die typischerweise fürs andere Geschlecht sind, glaubwürdig zeigen.